Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley, wo ich als allererstes mir meinen Festtagshut aufsetzen werde. Der nach dem Neuladen vom letzten Mal, das habe ich vergessen, aber jetzt haben wir ihn wieder. Ja, wir ziehen unseren Zylinder auf, denn es ist der 300. Teil von Stardew Valley auf unserem Kanal. Yay, Jubiläum, endlich mal wieder ein Jubiläum und ja, ich gehe jetzt nicht groß drauf ein, dass 300 Folgen natürlich eine Wahnsinnszahl sind. Ich meine, ich war bei 100 Folgen schon begeistert, dass es so lang ging. Jetzt sind wir bei 300. Ich glaube, das habt ihr im Laufe des Let's Plays auch oft genug bemerkt, dass ich das ganz toll finde. Aber was ich an der Stelle nochmal sagen möchte, ist vielen, vielen Dank an all unsere Besucher. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass man 300 Folgen einer Serie produziert und hochlädt und veröffentlicht, und es gucken immer noch konstant viele Zuschauer zu. Das finde ich immer noch wahnsinnig toll. Es macht mir auch deshalb immer noch wahnsinnig viel Spaß, weil ich genau weiß, ja, irgendwie, es gibt Leute, die darauf warten. Das finde ich schön. Bei einigen weiß ich es ja, weil viele ja immer drunter kommentieren unter den Videos, dass sie immer noch ja, im Prinzip täglich dabei sind, sozusagen. Das finde ich toll. Aber ich glaube, es sind auch viele andere dabei, die sehr oft reinschauen, und es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn immer dieselben zuschauen und die sich daran interessieren, wie es weitergeht und was ich hier für einen Scheiß brauche. Genau. Aber an der Stelle würde es mich tatsächlich mal interessieren, das probieren wir jetzt einfach mal ganz spontan aus. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wenn ihr zuschaut und wenn ihr dieses Video seht, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, dass ihr zuschaut, dass ich vielleicht mal einfach mitbekomme, wer so überhaupt zuschaut. Und schreibt mal dazu, seit wann ihr zuschaut. Das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Genau. Ja, also Folge 300. Was machen wir heute? Erstens müssen wir ganz dringend dran denken, dass George Geburtstag hat. Dem müssen wir ein kleines Geburtstagsjubiläumsgeschenk machen. Dementsprechend hole ich gleich mal ein Leak, ein Lauch heraus, dass wir das nicht vergessen. Ansonsten müssen wir uns halt erstmal leider wieder ein bisschen um den Alltag kümmern. Oh, Alltag heißt, wir können Ancient Fruit Wine herstellen. Cool. Den ersten Ancient Fruit Wine in die Kisten hier reinlegen. Ja, also ein bisschen Alltag müssen wir leider machen, weil die Arbeit läuft ja nicht davon. Aber ich werde am Ende der Folge, beziehungsweise am Abend dieses Tages, werden wir uns in den Saloon zurückziehen. Denn dort gibt es ja so eine gewisse... ich frage mich gerade, ob ich den Käse überhaupt jetzt noch aufheben muss. Eigentlich nicht, weil wir legen jetzt den Wein rein. Egal. Ziegenkäse hebe ich aber auf, weil Ziegenkäse war etwas, was man schenken konnte. Aber den teuren verkaufe ich. Naja, ja, jedenfalls gehen wir heute Abend in den Saloon und werden da uns der Videospielkonsole widmen, so ein bisschen. Denn es gibt ja da einmal Junimos Card von dem Spiel. Nee, da muss ich nicht viel machen, ehrlich gesagt. Oh, wir haben Post bekommen. Da muss ich ehrlich gesagt nicht viel tun, weil irgendwie ist das Spiel doof. Aber es gibt ja auch noch Journey of the Prairie King. Und da haben wir... Oh, hier wird auch fleißig geerntet. Das ist schön. Ja, da haben wir nämlich auch einiges... Okay, ich fange nochmal an. Also, es gibt ein Spiel, Journey of the Prairie King. Das haben wir beim 100. Jubiläum schon mal gespielt und sind kläglich daran gescheitert. Auch deshalb, weil ich mich damals einfach nicht informiert habe, was man da überhaupt machen kann und was... Ja, also wie das Spiel letztendlich im Detail geht. Und das machen wir heute nochmal. Warum? Weil es ein Achievement dafür gibt. Man muss das einmal durchspielen. Da sind wir natürlich noch ganz weit davon entfernt gewesen. Aber wir probieren das heute mal. Könnte lustig werden. Dementsprechend ist es auch ein deutlich längerer Teil. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, dass das heute... Ich weiß es ja noch nicht. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Teil deutlich länger als eine Stunde wird. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, wie das Spiel funktioniert. Was die ganzen Items überhaupt bedeuten. Ach komm, zur Ehre des Tages dürfen die Kühe auch mal wieder gemolken werden.
Also wenn ich es natürlich irgendwie noch hinkriege. So. So. Ja, und das Schaf, das schwitzt ja. Das muss geschert werden. So. Genau, und das kann man eben durchspielen, was, ja, was das genauso auf sich hat, was man, worauf man achten muss, gehen wir nachher drauf ein. Sonst ist das so ein bisschen theoretisch. Aber ich fürchte, das wird ziemlich frustrierend werden. Also statt feiern... Oh, da war noch ein Trüffel. Also statt zu feiern, werden wir uns selbst nerven. Ist das nicht toll? Klingt doch toll. So. So, Tierchen gestreichelt. Alles toll. Wir haben oben Post bekommen. Werden wir mal lesen. Deutsche Post. Knulf, vergiss nicht, dich gesund zu ernähren. Oder du wirst nicht genug Energie für deine Arbeit haben. Ich werfe eines meiner Lieblingsrezepte dazu. Benutze auf jeden Fall reife Tomaten. Louis, Auberginen-Parmesan. Auberginen-Parmesan und dafür brauche ich reife Tomaten? Ehrlich? Okay, Auberginen-Parmesan. Und wir kriegen... Ich habe dieses Ding irgendwo in einem Schrank gefunden. Dachte, du könntest damit was anfangen. Toll, ein Energy-Drink. Großartig. Nein, dann bauen wir jetzt, dann craften wir jetzt hier ein Auberginen-irgendwas-Parmesan-Dingens. Heißt, wir suchen es erstmal. Wo auch immer es ist. Da. Das macht keinen Sinn. Für Auberginen Parmesan hätte ich jetzt erwartet, ich brauche Auberginen und Käse, nicht Auberginen und Tomaten. Aber gut. Ist okay. So, Aubergine haben wir. Tomate haben wir. Und jetzt haben wir auch Auberginen Parmesan. Ey, so ein Schwachsinn. Also aus Tomaten wird Käse. Interessant. Gut, ja, wie auch immer. Gut, das Inventar muss ich eigentlich gar nicht so aufräumen, weil ich ja eh noch das einsammeln muss, was die Junimas gesammelt haben. Aber da kann ich zumindest das mal reinlegen. Die Eier können wir... Hallo Stimme, bleib doch mal da. Nicht einfach abhauen. So, dann legen wir die Milch, die wir... am meisten haben. Das ist goldene kleine Milch. Wir haben gar keine goldene Milch. Okay, dann halt nicht. Dann legen wir einfach die Milch eben wieder rein. Craften Käse. Oh Gott, wir müssen hier irgendwann umräumen. Irgendwann, wenn Emily vielleicht mal hier einzieht, dann müssen wir hier umräumen. Das ist blöd. Irgendwie. So, jetzt haben wir schon zwei von diesen Energy Drinks. Wahrscheinlich haben wir die genau vor 2 Jahren schon mal bekommen. Auch von der Pam. So. Dann gehen wir nochmal schnell raus. Und sammeln schnell das ein, was die Junimos eingesammelt haben. Ist ja doch ein bisschen was. Naja, so viel ist es nun auch wieder nicht. Obwohl, doch, die da hinten haben auch was. Die unten machen nichts. Genau. Hätte mich jetzt irritiert. Rüben. Und wir haben jetzt noch 24, 25, 26, 27, 28. 5 Tage haben wir noch irgendwas, was 5 Tage dauert. Das dauert zu lang. Ja, wir können die Auberginen prinzipiell nochmal anpflanzen. Die brauchen 5 Tage genau. Und wachsen dann halt nach. Aber nach 5 Tagen sind sie fertig, oder? Ja, komm, dann machen wir das. Wenn ich mich jetzt vertue, dann halt nicht. Dann pff, mein Gott. Ich glaube eher, die Auberginen werden nicht reichen. 10. Na, das wird eng. Das wird definitiv nicht reichen. Wisst ihr was? Dann bauen wir jetzt da hinten. Honig ist fertig. Dann bauen wir da jetzt auch noch diese 6-Tage-Dinger an. Vielleicht... wird es ja rechtzeitig fertig. Wenn nicht, mein Gott, dann haben wir halt 2, 4, 6, 8 verschwendet. Wir haben ja so einen Buff, dass es manchmal etwas schneller geht. Dementsprechend, vielleicht. Oh, da oben fehlt übrigens auch noch was.
Machen wir da auch noch einen. Katze, du bist im Weg. Geh weg da. Da bist du auch im Weg. Kommst du hier nicht mehr raus? Ah, die Katze kommt da nicht mehr raus. Katze, weg. So. So. Komische Katze. Gut, dann werden wir das Zeug mal hier zurückräumen. Da ist ja gar nichts drin. Da kommt die Beete rein, der Mais kommt hier rein, die Kürbisse kommen rein. Kürbisse ist schon mal gut, dass wir da ein bisschen mehr haben jetzt. Weil Kürbis war ja immer so dieses... Dauert ein bisschen. Theoretisch könnten wir es jetzt natürlich auch anpflanzen im Gewächshaus. So, das wollen wir verkaufen. Die Fasern kommen hier rein. So, dann werden wir mal George suchen. Nein, erst verkaufen. Ziegenkäse und die Mayonnaise. Ach ja, und was mir auch noch gesagt wurde. Street Digger hat mir in die Kommentare geschrieben. Gnull, Frauenheld, Oma-Liebling, Lebensretter, schon eine Leistung. Ja, haben auch gut drauf hingearbeitet. Und dann hat er noch dazu geschrieben, du hast mittlerweile so viele Diamanten, meinst du nicht, dass man die mal besser verkaufen sollte? Ja, du hast recht. Wo sind sie denn? Hier sind sie drin. Wir haben 349 Diamanten. Wir produzieren ja in unserem Schuppen die ganze Zeit nach. Und tatsächlich brauchen wir die Diamanten ja eigentlich nicht, außer zum Verschenken. Und selbst da haben wir ja schon einige rausgelegt. Und dementsprechend würde ich fast sagen, wir legen einfach hier nochmal 20 rüber. Und den Rest verkaufen wir. Falsche Kiste schon wieder. Dann verkaufen wir die auch. Weil tatsächlich, ja, wir brauchen sie ja für nichts. Und selbst wenn, dann warten wir halt ein paar Tage, dann haben wir sie. Also, so gesehen... Hast schon recht, hast schon recht. Ich bin da immer so ein bisschen... Ich brauche das Geld gerade nicht unbedingt. Deshalb kann ich sie ja behalten. Und dann irgendwann im großen, ganz großen Rahmen quasi verkaufen. Dass das jetzt vielleicht nicht immer Sinn macht. Naja, was heißt nicht Sinn macht? Wie gesagt, ich brauche es nicht zwingend, aber... Es spricht nichts dagegen, es sofort zu verkaufen. Sagen wir es mal so. Ja, da hast du vollkommen recht. So, dann ernten wir hier schnell noch den Köder. Apropos, wenn wir doch nachher sowieso schon in den Saloon gehen, müssen wir natürlich unserer Freundin auch noch was mitbringen. Ne? So ein Stück Wolle. Mag sie ja. Kann man kuscheln und so. So, das kommt hier zurück. Dann gehen wir in die Verkaufskiste und verkaufen erstmal die neueste Mayonnaise und eben jetzt auch 329 Diamanten. Mit besten Grüßen von Street Digger. So, und außerdem finde ich das sehr merkwürdig, wenn das hier alles so durcheinander ist. Das mag ich nicht. So, besser. Gut, dann reiten wir mit unserem Pferdchen. Wir müssen ja noch George finden. Ihm ein kleines Geschenk übermitteln. Ich hoffe, er ist zu Hause. Da wäre ein Quest. Schauen wir mal, was das für ein Quest wäre. Quest. Feuerquarz an eine Kette hängen. Bitte komm irgendwann heute damit vorbei. Linus. Okay. Machen wir. Feuerquarz haben wir genug. Feuerquarz. George, oh, da bist du ja. George ist da. Hallo, George. Alex ist mein Enkel. Habe ich dir das schon erzählt? Ich dachte es mir, dass es nicht dein Vater ist. So, du möchtest einen Lauch haben? Ah, oh, heute ist mein Geburtstag. Stimmt wohl. Danke, das ist nett. Er grinst immer so nett. Er guckt immer sehr grimmig, aber wenn man ihm was schenkt und was Gutes tut, dann grinst er immer sehr nett. Oh, wir brauchen nur noch einen mehr, glaube ich. Man braucht 8 Freunde mit so einer hohen... Na gut, dann holen wir schnell den Fire Quartz.
Oh, Emily, 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 hallo Emily, Emily, hallo. Eine Freundin von mir führt einen Laden in der Wüste. Falls du jemals dort vorbeikommst, richte dir Grüße von mir aus. Du bist meine Freundin, du solltest wissen, dass ich öfters in der Wüste bin und dass ich Sandy schon kenne. Trotzdem, hier hast du Wolle. Ich habe diese Woche schon... Oh, ich darf Emily nichts mehr schenken. Dann sage ich halt Omi guten Tag. Der neue gute Bürgermeister hat mich für die städtische öffentlichen Gärten verantwortlich gemacht. Okay. Stehst du da an dem Tisch mit Kürbis drauf? Okay. Oh, jetzt wollte ich nett sein und Emily was schenken. Und dann darf ich nicht, weil ich ja schon zwei Sachen geschenkt habe. Das ist doch doof. Oh, guck mal, fertig. Können wir gleich das da reinpacken. Sehr gut. So, das hier rein. Und dann brauchen wir einen Fire Quartz für Linus. Mit ein bisschen Glück reicht das, dass wir dann auch hier die volle Freundschaft bekommen. Das wäre natürlich toll. Wenn das jetzt klappen würde, würden wir heute vielleicht zwei Achievements bekommen. Einmal für Freundschaft, wenn wir jetzt mit Linus da drüber kommen. Also, hier, Linus hat jetzt, da fehlt noch ein Herz. Mit anderen Worten, wenn wir jetzt Glück haben und seinen Quest erfüllen und er so glücklich darüber ist, dann haben wir vielleicht das Glück, dass wir das Achievement bekommen, dass wir 8 Freunde so gut kennen. Und nachher bei dem Videospiel schaffen wir es möglicherweise auch. Erstmal auch. Yay! Ohne es ihm zu schenken. Woo! Kein Steam-Achievement? Ich habe nicht viele Pflichten, also bin ich oft in Gedanken versunken. Gut, dann kriegst du das Ding jetzt trotzdem. Du hast mein Gesuch gesehen, die Notiz. Vielen Dank. Hier ist etwas für deine Mühen. Okay, Lieferung. Juhu, super. Ganz toll. Okay, also mit anderen Worten, wir haben jetzt zumindest in-game dieses Achievement bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es in Steam auch bekommen habe. Und zwar das Achievement für beliebter Bauer. Wo es auch immer ist. Wurde ja unten eben eingeblendet. Da, hier. Erreiche mit 8 Personen jeweils eine Zuneigung von 10 Herzen. Mich wundert es nur gerade wirklich, dass ich kein Steam-Achievement bekommen habe. Weil eigentlich, ich komme auch nicht in die Steam-Maske. Ist Steam abgestürzt oder was? Was haben wir jetzt los? Das ist ja auch beschuldigt. Nee, ich habe es doch bekommen. Es wurde noch nicht angezeigt. Okay, alles gut. Das wäre jetzt bitter gewesen. Gut, alles in Ordnung. Alles toll. Und sagen wir Robin noch Hallo. Hallo, oh, Knulf. Ja, das ist auch schön. Und dann gehen wir jetzt in den Saloon. Sehr schön. Wir haben ein Achievement bekommen. Zur 300. Folge. Ja, ihr sagt mir auch Hallo. Wenn du irgendwo extra Metall übrig hast, ich könnte es immer für eines meiner Projekte brauchen. Mhm. Nö, ist meins. Da musst du schon einen Quest machen, sonst... Apropos. Linus! Yay! Wir sind so gut mit Leuten befreundet, unsere Freundin ist nicht die Beste. Naja. Okay, guck, es gehen jetzt eh alle hier rein. Das ist doch schön. Hier ist schon richtig was los. Ja, da können wir jetzt mal erstmal allen Hallo sagen. Ich habe meinen Job im Jojamarkt gehasst, aber arbeitslos fühle ich mich noch schlechter. Ja, es tut mir leid. So, hey Kind, du bist zu jung, um hier trüb zu blasen. Ja, deshalb gehe ich hier gleich an die Konsole. Hallo Gnulf, ich bin froh, dich zu sehen. Du bist immer willkommen. Hallo Emily. Ich glaube, sie verkauft ein paar seltene Produkte. Ich finde es geil, wie sie jetzt die... Das ist der zweite Satz von dem Satz, den sie mir vorhin gesagt hat. Leicht zeitversetzt. Aber gut. Money. Mag nicht. Money mag nicht. Na, dann mag halt Money nicht. Kann ich auch nicht ändern. Gut. Ja, was war jetzt was? Das ist, glaube ich, Card und das ist A Journey of the Brave King. Gut, und das spielen wir jetzt. Oh, und was ich gerade bemerke, ich glaube, was ich gelesen habe, dass wenn man den Zoom-Level hier hochstellt, ja. Auch ehrlich, muss ich jetzt jedes Mal da runterscrollen, bis ich bei 100% bin?
Uncool. Total uncool. Ich mag es relativ groß jetzt haben, weil ich glaube, dass das Fenster da drin sich daran orientiert. So, 125 ist, glaube ich, das höchste. Gott, ist das groß. Alter, ist das groß. So, und jetzt sollte, glaube ich, das Fenster auch relativ groß sein. Das taugt mir besser. Taugt mir vor allem für euch besser. Also, Journey of the Prairie King. Ah, Pause. Oh, ich darf nicht auf Escape drücken. Gut. Reise des Prairie Kings sogar, das ist übersetzt. Wir können uns bewegen, wir können schießen und wir können mit der Leertaste ein Item auswählen. So, also schießen können wir so und jetzt kommen von überall Monster her. Und die müssen wir besiegen. Zuletzt waren wir nicht sonderlich gut, weil wir noch nicht mal einen Boss gesehen haben. Es gibt, glaube ich, 3 Level mit jeweils 4 oder 5 Stages. Und am Ende eines jeden Levels kommt ein Boss, den wir dann besiegen sollen. Wir haben bisher noch keinen Boss gesehen. Also da seht ihr mal, wie gut wir waren bisher. Mittlerweile weiß ich aber ein bisschen, was die Items bedeuten. Kaffee zum Beispiel macht, dass wir... Okay, komm, wir fangen nochmal neu an. Das ist ja... Also im ersten Level schon mal ein Leben verlieren, ist blöd. Kaffee macht, dass man... schneller läuft oder schneller schießt oder beides. Ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig. Ist auch wurscht, weil die Items setzen wir so oder so ein. Was aber interessanter ist... Wow! Knapp! Wow! Okay, das wird sowas von nichts werden mit diesem Achievement. Ein bisschen eng. Okay, nicht an den Ausgang gehen. Fangen wir nochmal neu an. Genau, es gibt später diesen Händler, bei dem kann man auch Items kaufen. Da hatten wir beim letzten Mal keine Ahnung, was die überhaupt machen. Da weiß ich mittlerweile, was sie machen. Dementsprechend können wir da ein bisschen besser planen. Das ist nur die Frage, was wir dann wollen. Das werden wir dann sehen. Och. Ich will nicht im ersten Level schon sterben. Ich muss mich, glaube ich, erst ein bisschen dran gewöhnen. Die Musik ist auch lustig. Okay. Genau, und wir haben eben oben, da ist ja dieses weiße Kästchen. 5 Münzen gleich auf einmal. Ist dieses weiße Kästchen, das wusste ich beim letzten Mal auch nicht. Da kann man eben diese Items auch, ich sag jetzt mal, ansparen oder... Ja. Manchmal wandert das da rein, wenn man gerade eins aktiv hat oder so in der Richtung. Und dann kann man das später mit der Leertaste eben manuell auslösen. Das ist gut zu wissen. Dann haben wir drunter, da steht 3-mal, also wir haben insgesamt 4 Leben. Das ist ein bisschen komisch, die Anzeige, muss ich zugeben. Wir haben 4 Leben, also 3-mal dürfen wir was kaputt machen. Oder dürfen wir sterben. Dann dürfen wir weiterspielen. So, jetzt sieht es ja besser aus. Und oben haben wir ja diese grüne Leiste. Sobald diese grüne Leiste abgelaufen ist, ist quasi die Wave rum. Und dann ist diese eine Stage gecleared. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Waffe. Die macht, glaube ich, dass man mehr Schaden hat. Die Sachen, die wir hier unterwegs finden, die sind temporär. Später die Sachen, die man kauft, sind... Ja, die bleiben dann. Oh, ein Leben, ein Leben. Nein! Oh, auf dem Weg zum Leben, ein Leben verloren. Nein, das war dumm. Okay, komm, wir spielen jetzt einfach mal weiter, weil... Was ist das? Ah ja, das ist so ein Teleportstein. Das heißt, ich... bin plötzlich an einer anderen Stelle und alle Gegner sind eingefroren bzw. verwirrt, weil ich nicht mehr da bin. Daniel, merken. Teleportstein, nicht gut. Leben einsammeln, Leben verlieren ist nicht gut. So, und jetzt ist die Zeit abgelaufen. Wir können jetzt hier runtergehen. Da blinkt der Pfeil. Und gehen dann in Stage 2 von Level 1. Und jetzt haben wir die ersten Hindernisse. Schauen wir mal, wann Gegner kommen. Anscheinend gibt es doch nicht immer einen Händler. Da unten ist jetzt mal ein anderer Gegnertyp. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Puh. So, das war jetzt vielleicht gar nicht schlecht. Ja, und die Münzen sollte man natürlich auch einsammeln. Oh, und jetzt haben wir ein Item eingesammelt. Das finde ich sehr toll, weil wir damit nämlich 3 Schüsse auf einmal machen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das für ein Item war. Das war, glaube ich, irgendein Gewehr oder so. Diese Stacheln sind auch Viecher.
Aber solange die da nur rumstehen, stören sie mich jetzt nicht sonderlich. Das ist ein Sheriff-Stern. Damit schießen wir, glaube ich, schneller. Oh, ja, ja, ja. Danke, mehr davon. Das ist so, glaube ich, das Inbahns. Oh, und dieses Vieh, das läuft... Ach, ich Idiot, bleib nicht am Rand stehen. Dieses komische Vieh, was da rumgelaufen ist, das greift die Gegner an. Also das hilft mir. Hilft mir nur nicht, wenn ich... Oh, solange diese Stachelviecher laufen, haben sie übrigens nur 2 Leben. Wenn sie ein Stachel sind, haben sie 6 Leben. Das kommt auch dazu. Wir werden dieses Achievement sowas von nicht erreichen. Hilfe! Hilfe! Wow! Diese Münze ist mir zu weit am Rand. Och, das ist doch kacke. Okay, das wird ein sehr frustrierender Tag. Vielleicht werden wir ja besser im Laufe des Abends. Wir haben ja Zeit. Die Zeit läuft übrigens, also die Ingame-Zeit läuft jetzt nicht weiter. Muss man vielleicht dazu sagen. Will ich das haben? Drei Schüsse. Sehr wichtig. Ganz gut. Ganz toll. Oh, das hat so was von... Kennt ihr Ghosts and Goblins? Oh, und das ist ein Händler. Genau, sehr gut. Jetzt gibt es hier 3 Sachen, die wir kaufen können. Oben haben wir... Habe ich eine Maus hier? Nö. Oben links, seht ihr, da ist jetzt ein Item drin. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das habe ich überhaupt komplett übersehen. Wir haben jetzt 24 Münzen. Das heißt, wir können uns hier Schuhe kaufen. Diese Schuhe erhöhen die Geschwindigkeit von unserer Bewegung. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht. Ich bin mir noch nicht sicher, wenn so viele Viecher da sind, ob das dann so gut ist. Dieses Gewehr erhöht die Schussgeschwindigkeit. Das finde ich momentan fast wichtiger. Und das hier ist Ammo. Das erhöht den Schaden. Ich würde jetzt trotzdem sagen, wir holen uns erstmal ein Gewehr. Und das ist jetzt wirklich permanent. Wird unten ja auch angezeigt. Ja, ist ein bisschen schneller. Also ich glaube, das könnte uns helfen. Ich glaube, Movement-Geschwindigkeit bringt uns momentan noch nicht so viel. So, nächste Stage. Wir haben ja noch... Einmal sterben dürfen wir noch. Und da haben wir gleich mal irgendeinen komischen Gegner. Der braucht 3. Ein neuer Gegnertyp. Denn... So, ich setze mal mein Item ein. Das war mir nämlich jetzt gerade zu eng. So, Ruhe. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Also ein bisschen schneller schießt schon, aber so wirklich schnell ist es jetzt nicht. Aber ja, es ist besser als zuvor. Ach, ich Depp. Oh, darf man doch nicht mehr. Cool, dann spielen wir doch gleich nochmal. Und fangen wieder von vorne an. Yay. Na gut. Also, das war jetzt der Probedurchlauf. Jetzt machen wir ernst. Finde ich ein gutes Konzept. Ja, die Münze da unten ist mir wieder zu nah am Ausgang. Gott, was ein Pulk. Hallo, das Spiel geht gerade los. Boah, ist das brutal. Kann man... Hat das einer von euch schon mal durchgespielt? Alter. Scheuert hier. So, aber immer noch nicht gestorben. Das ist ja schon mal eine Steigerung zuvor. Zuvor. Oh ja. Ah, und das haben wir jetzt eingesammelt. Das kann ich jetzt... Ah, okay. Ich sammle die immer erst ein. Und nur, wenn ich schon was oben drin habe. Wie jetzt zum Beispiel. Wow. Alter. Schwede. Dann wandert das oben rein. Yay, wir haben extra Leben eingesammelt. Das ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn wir sowas auf Reserve haben. Jetzt habe ich das System erst verstanden. Die wandern immer erst hoch in den Slot und nur wenn der Slot voll ist. So, wir haben zwar ein Leben gefunden, aber noch kein Geld. Das ist... Boah, da muss ich echt konzentrieren bei dem Spiel. Was macht denn dieser Grabstein? Okay. Sind mir zu viele gewesen. So, gehen wir schnell hier rein. Vielleicht wird das Item hier noch ein bisschen übernommen. Ja, wird's. Aber bis die ersten Gegner kommen, ist es wahrscheinlich wieder weg. Ja, schade. Macht nichts.
Also wir haben uns schon mal verbessert zum letzten Mal. Beim letzten Mal haben wir jetzt schon ein Leben verloren gehabt. Oh Gott, 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 ich hab keinen. Oh Gott. Hey, das funktioniert eigentlich ganz gut. Minze. Ich will hier raus. Oh Gott. Oh Gott. Ist das gut? Kann ich hier immer bleiben? Oh Gott, seid ihr viele? Das schiebt mir zu. Nein, das ist nicht viel. Oh, da oben ist das Vieh wieder. Das greift jetzt alle anderen an. Oh, danke. Danke, Vieh. Das läuft leider auch raus. Das ist cool. Kann ich hier immer bleiben? Passiert mir da was? Wenn es ganz viele sind, kann es eng werden. Ab und zu muss ich auch nach oben und unten schießen. Oh, Kaffee. Leben. Oh, das wird nicht gut gehen. Oh, das wird nicht gut gehen. Das wird nicht gut gehen. Nein! Ich habe den übersehen. Und ich habe das Leben nicht eingesammelt. Nein! Okay, aber lustig, das ist nicht schlecht eigentlich. Ich muss nur daran achten, dass ich nicht nur immer diagonal schieße, sondern auch mal hoch und runter, wenn da einer ist. Aber ansonsten ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Also gefährlich sind eigentlich nur die wirklich am Rand sind. Oh, das Wheel, das ist so toll. Das ist so super. Yeah. Oh, ich hatte Kaffee nur eingesammelt. Oh, das ist echt verwirrend. Ja, dann nehmen wir doch mal die Schussfrequenz wieder, nachdem wir ja so gerne... Ah, wir können uns nichts leisten. Wir haben echt wenig Geld eingenommen in diesem Fall. Okay. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal hier hin. Das ist jetzt wirklich einfach nur Test, wie gut das funktionieren wird. Habe ich keine Ahnung. Hier haben wir natürlich nicht so eine schöne Ecke. Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob das hier so gut geht. Oh, der Sheriff-Stern, den will ich haben. Den will ich haben, den will ich haben. Scheiße, immer dieses... Ich will was haben und dann sterbe ich, weil ich zu dumm bin, da hinzugehen. Nee. Ah, ich kann hier auch diagonal schießen. Oh, super. Ich muss hier nur die Wave überstehen. In welcher Form auch immer. Teilweise ist es ein bisschen viel. Achso, ich kann ja auch diagonal. Das ist super. Ah, ein bisschen Kaffee ist vielleicht nicht schlecht. Kaffee. Ah. Oh, das ist super, dieses Stachelvieh. Nein! Auf den muss ich ja mehrmals schießen. Die Stachelviecher haben den Weg ein bisschen blockiert. Das war super. Wenn ich jetzt... Na, das ist blöd. Ich glaube, hier macht es mehr Sinn. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich hier einbunkere, habe ich größere Chancen. Weil die mich nicht so einkeilen können. Natürlich dann... Ich muss aber schneller schießen. Also da ist vielleicht dann die Pistole mit erhöhter Geschwindigkeit nicht schlecht. Einfach aus dem Grund, weil ich halt hier sehr viel schießen muss. Nachteil, ich komme hier nicht raus und kann die Sachen nicht einsammeln. Nein. Oh, das Wheel. Oh, das Ding. Yeah. Großartig. Also die Stage schaffen wir. Da ist noch eins. Noch eine Münze. Ah, ich komme da nicht mal hin. Das ist ja gemein. Okay, und wir haben noch eine Waffe im... Und das ist so fies, finde ich. Deshalb mache ich das jetzt hier genauso. Ich gehe in die Ecke. Also, weiter als diese Stage waren wir noch nie. Beim letzten Mal, also irgendwie intuitiv, ja, so bleibt doch in der Mitte. Da kommen nicht so viele Viecher rein. Ja. Prinzipiell schon. Aber ihr seht, die kommen da doch ganz schön gut rein. Und so blockieren die sich. Also die kommen nicht in großen Massen hier zu mir. Das ist, jetzt habe ich die Münzenergie nicht angesammelt. Oh, ein Leben. Doch, das ist super so. Guck mal, wie die sich da drin stapeln. Die kommen gar nicht mehr raus. Durch diese... Oh, da ist wieder unser Plüschvieh. Das ist toll. Ich mache auch die Stacheln nicht kaputt, weil die blockieren die anderen. Das ist toll.
meine, im Prinzip. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Stachel nicht kaputt mache. Guck mal, die kommen überhaupt nicht mehr rein. Das ist toll. Die Zeit ist jetzt gleich abgelaufen. Das heißt, es spawnen jetzt keine neuen Viecher mehr. Gleich. Hoffe ich. Ach, ich Idiot. Mi doof. Bleib in der Ecke. Scheiß auf Items, die nicht erreichbar sind. So, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Die Münze hätte ich gerne. Die auch. Und jetzt müssen wir nur noch in aller Ruhe die Viecher kaputt machen. Und jetzt kommt ein Shop. Und wir kommen weiter als jemals zuvor. Ist das nicht großartig? So, dann kaufen wir uns mal das, dass wir schneller schießen können. Cool. Bisschen tricky. Oh, und Boss, du kriegst mich niemals lebend. So, was machst du denn so? Aha. Also noch finde ich es nicht so aufregend. Wow. Wie, du schießt da durch. Wow. Okay, jetzt ist es dann doch ein bisschen aufregend. Hörst du auf, da rumzuschießen? Solange der da nicht durchschießt, habe ich überhaupt kein Problem mit ihm. Aber er macht natürlich auch noch was anderes, ja. Das dachte ich mir. Das ist natürlich fies. Warum darf der durch das durchschießen und ich nicht? Ah, unten ist übrigens seine Lebensleiste. Okay, die habe ich jetzt. Ah, jetzt sind wir wieder so wie vorhin. Okay, der ist easy. Man muss halt nur gut aufpassen. Weil der halt auch schief schießen kann. Die Musik ist cool. Ja, das ist halbwegs easy. So, jetzt haben wir ihn gleich. Uha. Yes! Da ist irgendwas zum Einsammeln. Keine Ahnung was. Ich bräuchte das Leben unten noch. Och, das ist gemein. Ehrlich? Oh, okay. Gut, dann probieren wir unsere Tarntaktik wieder. Was ist das? Ein Schmetterling? Greifst du mich an? Ah, die brauchen zwei Schüsse. Oh, das könnte gefährlich werden. Das könnte problematisch werden. What? Ach, die fliegen über die Bäume? Oh. Ehrviecher. Gemein. Was ist das? Ah. Das ist voll gefährlich, wenn man irgendwo hin teleportiert wird und dann steht man plötzlich neben so einem Vieh. Die natürlich jetzt erstmal nicht mehr sich bewegen. Hilfe. Gott. 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 Gott damit. Scharfstern. Yay! Wheel. Oh, jetzt geht's ab. Das liebe ich. Das ist so großartig. Ja, die Münze unten sammle ich nicht ein, weil gefährlich am Rand. Das ist jetzt natürlich der Nachteil an der ganzen Sache. Kann ich das bitte endlos haben? Okay. Cool. Leben. Wichtig. Oh, Münzen. Oh, Leben. Oh, wir waren zu langsam. Oh, sind die Viecher scheiß schnell. Wir brauchen Schuhe. Das ist ja brutal, wie schnell die sind. Und wieder mal gestorben auf dem Weg zum Leben. Super. Ganz toll. Die haben eine angenehme Geschwindigkeit, ne? Nicht diese scheiß Running-Pilze hier. Das geht ja ab hier. So, wir haben Items. Ich brauche Schuhe. Unbedingt. Wir müssen schneller werden. Ich habe jetzt zwar nicht den Eindruck, dass wir wirklich schneller sind. Aber okay. Gut, dann probieren wir das nochmal hier mit der
Ach ne, wir haben ja die Flugviecher. Aber ich kann auch durch Bäume schießen. Ah, okay, das funktioniert bei denen nicht mehr. Okay, merken wir uns. Letztes Leben. Also das für die erste Welt ist das eine super Taktik, aber die sind einfach zu schnell und brauchen halt... Oh, scheiße. Zwei Schüsse. Ja, dann halt nochmal, ne? Fangen wir wieder von vorne an. Hurra. Mit unserer allseits beliebten Taktik. Oh, ist das toll, wenn die nur ein Leben brauchen. Vielleicht brauchen wir dann doch Ammo. Also ja, wir schießen schon schneller. Also das ist wahr. Wahrscheinlich ist die Ammo dann doch nicht schlecht. Einfach aus dem Grund. Weil... Yeah! Kommt näher. Einfach aus dem Grund, weil wir dann eben die anderen nicht mehr zweimal treffen müssen. Jetzt hat es wieder aufgehört. Wir haben bisher noch keine Münzen bekommen. Jetzt die erste. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Weil wir dann nicht einkaufen können. Bäm! Das cleart übrigens das Feld. Falls ihr es nicht gesehen habt. Eine Münze. Und die kommen nicht ganz ran. Okay. Da ist auch eine Münze. Das sind viel zu viele Viecher. Die andere komme ich wahrscheinlich eh wieder nicht ran. Aber ich glaube, diesmal schaffen wir das Level ohne Probleme. Nicht verschreien. Aber die Zeit ist jetzt abgelaufen. Jetzt spawnt nichts mehr nach. Oben haben wir noch eine Münze. Sehr gut. Okay, das haben wir geschafft. Wir sparen auf Ammo neuerdings. Oh Gott. Viel zu viele Items, die ich haben will. Oh, der Sheriff-Stern ist toll. Wenn ich die habe, traue ich mich raus. Ein Wheel! Yeah! Awesome! Da komme ich nicht ran. Kommt her! Kommt ein bisschen rein. Kaffee! Ich glaube, Kaffee, da laufe ich einfach nur schneller. Nochmal ein Wheel. Yeah, das Ding! Münzen! Ja, wenn die Items so kommen, ist das voll in Ordnung. Aber es ist halt einfach kompletter Zufall, wann die Items kommen. Wenn das so weitergeht wie jetzt, gar kein Problem. Sheriff-Stern! Hui! Kaffee! Sternviech, kaputt, alles weg. Solange die so schnell kaputt gehen, alles in Ordnung. Geld. Wir bräuchten noch zwei Münzen, um uns Ammo zu leisten. Die habe ich leider übersehen. Ja, das wird nichts. Dann würde ich fast sagen, wir sparen weiter. Weil die Ammo ist wichtig. So, und hier machen wir es auch wieder mit der Taktik. Wir sind noch nicht gestorben. Möchte ich mal anmerken, ne? Jetzt ist es ein bisschen eng hier. Scheiße. Komm, sag ich's. Schon sterben wir. Ich dachte, ich habe noch irgendwas im Inventar gehabt. Aber offensichtlich habe ich mich getäuscht. Nie schaffen. Also die erste Stage oder das erste Level bis zum ersten Endboss, denke ich, schaffen wir das.
jetzt ein bisschen mutig. Ja, wir brauchen die Münzen. Wir brauchen noch eine eigentlich. Jetzt musste ich es einlösen, weil... Jetzt wäre er gestorben. Oh, da ist wieder unser Nudelmonster. Bam! Das ist toll. Das Vieh ist super. Leben! Guck mal, so macht das Spaß. Was? Da passiert nichts. Großartig. Ja. Und das ist jetzt wieder deprimierend. Aber die Zeit ist eh abgelaufen. So, und wir dürfen leider nicht nochmal kaufen. Jetzt könnten wir es uns leisten. Aber wir wissen ja, wie wir diese Stage schaffen. Ich hoffe, dass von diesen Blockviechern wieder einige kommen. Die den Weg so ein bisschen versperren. Das war beim letzten Mal nämlich echt super. Deren Wegfindung ist halt zum Glück nicht so das Tolle. Zwei Münzen eingesammelt. Wichtig. Ja, der ist toll. Das sind jetzt ein bisschen viele. Oh, Knuddelvieh. Super. Das lenkt nämlich alle ab. Ah! Böse Münze. Böse Münze. Ja, der Kaffee da. Hat er gesehen? Ah! Oh Gott! Oh, Leben, Leben, Leben. Zwei Leben. Selbst wenn ich jetzt eins verloren hätte, wäre ich immer noch ein Plus gewesen. Wir sehen alles gut. So, eigentlich sollte ich in die Mitte mal mich orientieren. Wir haben jetzt 5 Leben. Ja, das ist doof. Ich fühle mich unten irgendwie wohler. Aber die Zeit ist abgelaufen. Das ist super. Jetzt können wir in aller Ruhe die Sachen einsammeln. Einen nach dem anderen kaputt machen und die Items einsammeln. Das ist toll. Wenn sie jetzt noch was droppen würden. Ganz relaxed. Eine Münze. Dann machen wir noch die hier kaputt. Und dann haben wir 7 Leben. 7 Leben. Das war ja ganz gut. So, und jetzt kaufen wir uns auf alle Fälle die Ammo, weil die brauchen wir in der nächsten Stage. Und dann werden wir nämlich 2 Leben abziehen pro Hit. Und ich glaube, das würde uns ein bisschen das Leben erleichtern. Ich hätte jetzt gerne auch noch was zusätzlich gekauft, aber okay. Fängt er gleich mit dieser Taktik an. Bleibt da stehen. Super. Finde ich toll. Wow, das war eng. Dieser Fluss ist gemein. Oh, der war gemein. Das ist fies, dass der so halb schief schießen kann. Das kann ich nicht. Ich kann ja nur im 45-Grad-Winkel schießen. Oha! Alter. So. Das dürfte es jetzt gewesen sein. So, und diesmal wollen wir dieses Leben zuerst haben. Das wir ja unnötigerweise verloren haben. Und damit gehen wir jetzt mit 7 Leben. Ah, da sind unsere Knuddelviecher, die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Gehen wir jetzt mit 7 Leben in diese böse Welt. Und ich hoffe, dass wir die... Jawohl, die one-hitten wir jetzt. Ändert nur nichts daran, dass die leider immer noch verdammt schnell sind. Die brauchen jetzt auch nur noch 2 statt 3. Und wir haben noch eine Pistole im Inventar, das ist auch gut zu wissen. Okay, so schaut das doch ganz gut aus. So macht Spaß.
Darf ich das bitte behalten? Oh, ein Leben. Sehr gut. Ich finde die grüne Welt schon mal schöner als die erste. Oh, das funktioniert viel besser, wenn man die nur einmal treffen muss. Das ist zwar immer noch scheiß anstrengend, aber... Oh, ich darf schneller laufen. Boah, das war knapp. Ich dachte, ich bin tot. Ja. Also die Welt... Bin ich jetzt gestorben? Nö. Aha, jetzt flippe ich aus. Ich war mir jetzt nicht sicher, weil der Gegner verdammt nah war. Kann ich jetzt sterben? Ich probiere es nicht aus. Werde ich noch früh genug herausfinden, fürchte ich. Okay. Komm. Münzen. Oh. Geh weg. Das ist auch ganz gut, wenn die einfach mal stehen bleiben. Das ist super. Okay, wir haben es geschafft. Verkäufergirl ist da. Wir können noch mehr Ammo holen. Ich würde sagen, wir sparen auf noch mehr Ammo, dass wir noch mehr Schaden machen, weil das wird, glaube ich, im Zweifel noch schlimmer. Und nachdem wir irgendwie nicht so viel Münzen einsammeln. Oh Gott. Wodurch kann ich durch die Bäume, durch die Baumstümpfe kann ich nicht schießen. Über die Bäume schon, was eigentlich keinen Sinn macht. Weil die Bäume haben einen Baumstamm. Über den Baumstumpf kann ich ja theoretisch drüber schießen. Irgendwie. Naja. Wie auch immer. Ah, scheiße. Die Welt ist fies, weil die so verwinkelt ist. Jetzt mal blöd gesagt, macht das hier nicht auch Sinn, so zu spielen? Wenn ich die jetzt im Prinzip one-hitten kann. Ich muss nur auf diese dämlichen Schmetterlinge ein bisschen aufpassen. Hä? Was war das denn jetzt? Wahrscheinlich ein Schmetterling, der irgendwie vom Seitenrand kam oder so. Oh ja, Hilfe. Oh, hilft das. Oh, angenehm. Yeah, oh, noch angenehmer. Jetzt sind aber die Münzen wieder so weit weg. Ich dachte erst... Ah, Alter. Oh, scheiße. Kommt immer noch Zeit dazu. Das ist gemein, wenn man stirbt. Sonst würde es sich ja fast lohnen, zu sagen, okay, ich sterbe. Passt. Ich hasse Schmetterlinge. Weil die von überall kommen können. Ah, Gott, damit. Alter. Ah, Schmetterling. Alle sterben. Das ist kacke, wenn du an diesem Baum hängen bleibst, ehrlich. Ich wollte da durchgehen. Musst du Pixel genau treffen, dass er da durchpasst. So ein Scheiß. Gott, ist das fies. Gut, dass wir so viele Leben hatten. Hatten, wohlgemerkt. Alter! Scheiß Schmetterling, die kommen echt einfach irgendwo raus. Das heißt, man darf sich eigentlich überhaupt nicht am Rand aufhalten. Och, leck mich. Jetzt war ich schneller und hab damit nicht gerechnet. Och, das ging so gut los. Und jetzt geht das so schlecht weiter. Scheiß Schmetterling. Boah, habt ihr gesehen, wo dieser Schmetterling gespawnt ist? Okay. Okay. Die Münze hätte ich auch gerne. Danke. Und die Münze auch. Alter, ist das anstrengend. Bitte eine gescheite Welt, wo nicht Bäume irgendwo im Weg sind. Das ist echt bescheuert. Ach du liebe Scheiße. Ja gut, da kommen ja wieder diese Schmetterlinge. Das heißt, ich muss eigentlich überhaupt nicht... Okay, die werden sich aber dann hier zumindest ein bisschen aufhalten. Ich würde ja gerne mir mal die Map genauer anschauen, aber es sind ja überall Viecher. Ich kann gerade nicht rumschauen. Bäm! Lauft weg! Tatsächlich sind wirklich diese. Was ist denn das? Zombies da, diese Teufel da. Momentan das größte Problem. Weil.
Scheiße! Weil die mehr Leben haben. Das ist fies. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe, kommen die vielleicht nicht so einfach über die Brücken. Vielleicht. Also das ist so gesehen schon mal ganz angenehm, weil die halt wirklich sich hinten anstellen müssen, um über diese Brücke zu kommen. Na, dammit, kaum laufe ich einen Tick schneller, bin ich tot. Fuck! Das hat's nicht ausgelöst. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich hab's jetzt im Inventar. Kaffee. Ganz wichtig. Achtung, Schmetterlinge von unten und überall. Also die Schmetterlinge. Fuck! Ja, hilft ja nichts. Aber wir sind wieder weitergekommen. Also wir machen einen Fortschritt. Immerhin. Und hier habe ich immer noch den Eindruck, dass das am besten ist. Diese defensive Taktik. Wir brauchen auf alle Fälle die Ammo. Da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Die Ammo ist tausendmal wichtiger als der Rest. Heißt, wir müssen Geld einsammeln, wie blöde. Ich gewöhne mich aber mittlerweile auch so ein bisschen an die Laufwege von den Viechern. Deshalb bin ich jetzt hier so ein bisschen mutiger als noch beim letzten Mal und bleib nicht nur in der Ecke. Was halt auch hilft, dass ich die Items aufsammeln kann. Weil wenn wir die Münzen verfallen lassen, bringt uns nichts. Glaube ich aber auch wieder so ein Konzentrationsding. Man muss sehr konzentriert bleiben, was natürlich nie was für Let's Plays ist. Weil wenn man redet, ist man automatisch nicht ganz so konzentriert. Leider kriegen wir jetzt nicht so viele Leben. Dafür deutlich mehr Münzen als beim letzten Mal. Was natürlich alles Vor- und Nachteile hat. So, aber hier, sobald da Sachen im Weg sind, finde ich es eklig. Das macht es so ein bisschen unberechenbar. Yeah, wir haben schon 11. Wir brauchen noch 4 Münzen, dann können wir uns das erste Ammo-Ding leisten. Was hier schon mal cool ist. So nah war ich gar nicht an dem dran. Uncool. Total uncool. Haben wir wenigstens die Münze bekommen? Viel wichtigere Frage. Wahrscheinlich nicht. So, eine Münze brauchen wir noch. Ich glaube, die Verkäuferin kommt. Okay, wir haben die Münze. Eine Münze haben wir zwar verfallen lassen, aber. Gut. Heißt mit anderen Worten, wir brauchen jetzt nochmal 30, dass wir dann beim nächsten Mal das höhere Ammo-Ding holen können. Münze! So, alles einsammeln und Ammo.
dann gleich weiter, weil noch haben wir den Boost, der uns nicht viel bringen wird. Also die Ammo bringen uns jetzt hier natürlich überhaupt nichts, weil die One-Hitten wir ja sowieso. Wobei ich aber trotzdem irgendwie den Eindruck habe, dass sie doch einen Tick schneller kaputt gehen. Gefühlt. Ich weiß aber nicht warum. Aber ist okay. Passt schon. Will mich nicht beschweren. Ah, kann das sein, dass die... Ah, das Ammo fliegt da jetzt durch die Viecher durch. Das ist cool. Also die haben ein Leben und wir machen sozusagen zwei Schaden. Und wenn der Schaden der Kugel noch nicht weg ist, dann fliegen die einfach durch. Das ist fair. Das ist sehr fair. Das heißt, es hat sich schon gelohnt, weil wir es einfach zwei treffen können pro Schuss. Was vor allem in so engen Situationen nicht ganz unwichtig ist. Aber gut. Yeah! Und nochmal her! Yeah! Oh, ich mag das. Das ist toll. Ich möchte das unendlich haben, bitte. So, und jetzt haben wir das auch gleich geschafft. Und die letzten Gegner kaputt machen. Sehr gut, geschafft. 6 Münzen haben wir. Wir haben viel zu wenig Leben. Viel zu wenig Leben. Ich glaube, wenn die andere Welt nicht diese dämlichen Schmetterlinge hätte, wäre das voll in Ordnung. Das will ich haben. Ah, nein, will ich nicht haben. Will ich doch nicht haben. Ganz spontan wollte ich es doch nicht. Verdammt! Grr. Oh, viele Viecher. Das ist toll. Setzt euch nieder, kein Problem. Wenn gar nichts kommt, ist auch toll. Ja, guck, da ist jeder zum Beispiel. Ich treffe zwei mit einer Kugel. Das ist ein schönes Beispiel eigentlich. Und wenn ich hier durchschieße, treffe ich einfach mal zwei. Das ist toll. Oh, endlich ein Leben. Was ist das? Ah ja, dieser... Wow! Zu der Münze will ich jetzt nicht hoch, weil da traue ich mich nicht. Und ich will jetzt halt auch nicht die schon kaputt machen, wenn die noch zu weit weg sind, weil dann komme ich ja an die Items nicht ran, so wie hier. Ja, das ist scheiße, ganz ehrlich. Capt mir das Item doch sofort. Das macht's echt schwer. Das heißt, ich muss halt wirklich warten, bis die Items... Ich darf die Items da einfach nicht einsammeln. Ich muss halt zusehen, dass ich die möglichst bei mir in der Nähe töte, so wie jetzt zum Beispiel. Und dann kann ich die Sachen einsammeln, aber sobald die irgendwie oben liegen... Keine Chance. So, letzten Viecher kaputt machen. Nochmal shoppen. Können nichts leisten. Naja, wir könnten höchste Shoot Speed erhöhen. Bringt uns das was? Langfristig wahrscheinlich nicht. Ich bin wirklich mehr dafür, auf die Ammo zu sparen. So. Du kriegst mich niemals lebend. Ja, deshalb töte ich dich ja. Vielleicht ist es besser, wenn ich nur den da immer treffe. So, super. Bleib da. Das ist eigentlich ganz gut. So runterschießen und dann, wenn er in die Ecken geht, einfach in die Ecke, dann passiert mir nichts. Ich glaube, so schnell haben wir den noch nicht getötet bisher. Ein Schuss noch, weg. Großartig. So, erst Leben einsammeln, ganz wichtig. Boah, der könnte uns mal so 30 Münzen geben. Hurra! So. Blöde Pilze. Ich habe noch ein Item.
dass ich einlösen kann und ich jetzt auch einlöse, weil war knapp. Ich hätte gerne neue Items. Sehr gut. Kriege ich irgendjemand angezeigt, wann das Item nicht mehr da ist oder hört er einfach nur dann irgendwann auf? Oh, das sind 5 Münzen. Boah, sind die schnell! Leck mich doch am Arsch. Oh Gott! Viel zu brutal. Ja, da bräuchte ich die Schuhe. Aber die Ammo ist wichtiger. Das war deutlich wichtiger. Diese dämlichen Schmetterlinge. Erstens Schmetterlinge, die überall spawnen können. Weißt du, wenn die Schmetterlinge halt genau auch da spawnen, wo alle anderen spawnen, dann können wir ja drüber reden. Aber wenn die halt einfach mal irgendwo spawnen, während ich in der Ecke stehe, ja super, dann habe ich ja gar keine Chance auszuweichen. Das ist nicht fair. Das ist ziemlich assig sogar. So. Gott, sind die flink. Leck mich am Arsch. Reicht leider nicht für die bessere Ammo. Spielen wir weiter. Und jetzt kommt meine Hasswelt mit diesen Bäumen. Grrr. Da, wo man hier hängen bleibt. Nicht lustig. Gar nicht lustig. Ist echt schlimm, weil du echt erstmal auf diese Pilze gehen musst. Weil die so irre schnell sind, dass du ihnen gar nicht ausweichen kannst, wenn sie zu nah sind. Jetzt haben wir mal Leben. Das ist gut. Ich glaube, kein guter Zeitpunkt, diesen Instant Kill aufzubauen. Jetzt kann ich mal schneller laufen. Oh, super. Ja, hier sind natürlich werden die tollen, schnellen Schuhe super. Ja, yeah, und jetzt haben wir 26 Münzen. 27, 28. 29. Eine Münze brauchen wir noch bis zum nächsten Shop. Das war wichtig. Das habe ich nicht bekommen. Ach, ehrlich. Wir haben noch 3 Leben. Ach, doch, dieser beschissene Schmetterling, ehrlich. Wir hatten schon was von Schmetterlingen gehört, die einen töten. Oh, mich hat ein Schmetterling berührt. Ich bin tot. Unglaublich. Wenn wir den kriegen, haben wir zumindest mal 30 Dinger. Das heißt mit anderen Worten, beim nächsten Shop könnten wir uns die bessere Ammo holen. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob die uns wirklich was so viel bringt, wenn wir die Viecher nämlich nicht treffen. Oh, 5 Münzen da oben, das ist mir zu weit am Ausgang. Traue ich mich nicht. Also mit diesem Dreierschuss hast du, dann können wir drüber reden. Das ist okay, leider kein Shop jetzt. Jetzt haben wir den Scheiß wieder. Ich bin fast dafür, dass ich hier hingehe und einfach hier stehen bleibe. Idealerweise. Weil dann sehe ich, wann die Schmetterlinge von irgendwo unten kommen. Oder von oben. Hab den oberen Ausgang im Visier. Und kann unten die Dinger kaputt. Och komm, diese beschissenen Schmetterlinge. Das gibt's doch gar nicht. Einmal dürfen wir noch sterben. Bam. Geht sterben. Ja, Schmetterlinge. Gut, meine Taktik geht natürlich soweit nicht auf, weil die Schmetterlinge ja über den Bach auch fliegen können. Hm. Aber gut, bisher schlagen wir uns, glaube ich, besser als beim letzten Mal. Und nachdem die sich unten ziemlich gut stauen. Na, fuck, das war blöd. Das war blöd.
Nicht dumme Sachen einsammeln. Hilft nicht. Schmetterling. Über. Doch, ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik, sich hier zu barrikadieren. Da ist nämlich zum Rand einfach genügend Abstand, dass ich die Schmetterlinge sehe. Den musste ich jetzt einfach einlösen, weil es mir zu eng wurde. Oh, wir haben die Stage geschafft. Und wir können uns die bessere Ammo kaufen. Machen wir sofort. So, wir haben immer noch Fortschritt. Das ist gut. Oh. Sehr gut. Wir haben mal wieder einen Boss. Was macht der so? Oh, der schießt einfach schneller. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich mich konzentrieren möchte. Na? Boah, das war knapp. Boah, das war auch knapp. Alter! So, gib mir ein Leben. Ganz wichtig. Und damit haben wir den zweiten Boss besiegt. Cool. Heißt, wir kommen jetzt ins dritte, letzte Level. Und das besteht auch nochmal aus drei Stages plus Endboss, glaube ich. Oh Gott. Das hat jetzt sowas von... Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, gibt es hier Flugviecher? Oh ja, es gibt Flugviecher. Oh, scheiße, es gibt Flugviecher. Oh Gott, brauchen die... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ey, wir haben die bessere Ammo und die brauchen immer noch zwei Schüsse und kommen in Massen. Die brauchen zwei Schüsse. Kommt ihr eigentlich irgendwo raus? Ja, ihr kommt auch irgendwo raus. Ihr seid auch scheiß Schmetterlinge. Boah, leck mich am Arsch hier. Okay, einmal machen wir noch. Danach habe ich, glaube ich, die Schnauze ein bisschen voll. Also wir machen Fortschritt. Also es ist ein Spiel, man kommt voran. Man muss sich halt die richtige Taktik auslegen. Ich habe jetzt nur das Problem mit den Mumien, die sind ja viel zu viele. Wir haben die zweitbeste Ammo gehabt. Und die macht ja 3 Schaden. Also brutal. Und jetzt haben wir noch nicht eine Münze gefunden. Yeah. Immer noch nicht. Oh, eine Münze. Yay. Also ich glaube mit den... Die Schuhe sind sicherlich nicht schlecht, aber... Gefühlt habe ich mehr davon, wenn ich Ammo kaufe. So, das waren 5 Münzen, das war auch wichtig. 7. Oh, scheiße. Grrr. Das ist super, wenn die einfach mal kurz stehen bleiben. Das mag ich. Okay, das war Glück. Ich gebe es offiziell zu. Ich hatte Glück. Verdammt viel Glück. So, schnell runter. Ein Leben halt leider mal wieder verschwendet. Ich glaube, ohne die Flugviecher wäre das echt alles gut machbar. Aber mit den Flugviechern? Bäh.
Die Flugviecher wären auch in Ordnung, wenn man einfach sagt, ja gut, die können halt über alle Barrieren drüber fliegen und so weiter, ist ja in Ordnung. Aber wenn die halt nicht in der Mitte wie alle anderen spawnen, sondern mehr so random, dann, da ist ein Leben. Das Leben hätte ich gern, genauso wie das hier. Wenn die halt so random... Ja. Ich mag das, wenn sich diese Items so addieren. Nee, ich habe halt einfach dieses Problem, wenn die halt einfach direkt, wenn ich im Eck bin und die unten im Eck spawnen, ich bin ja schon tot, bevor ich sie sehe. Und das ist blöd. Ich bräuchte noch 2 Münzen. Das wäre toll. Aber ich glaube, ich krieg nicht mehr 2 Münzen noch. Eine? Bisschen Glück? Komm, eine Münze noch. Nein! Ja, dann kaufen wir nichts. So. Ja, aber im Ernst, hat das einer von euch schon mal durchgespielt? Hat das einer geschafft? Stelle ich mich blöd an, oder ist es einfach schwer? Ich glaube, das letzte Level wird uns echt sowas von kaputt machen, weil diese Zombies einfach viel zu stark sind. Da müssen wir wirklich das Glück haben, dass wir so viele Münzen zuvor schon verdient haben, dass wir uns wahrscheinlich das dritte Ammo-Pack kaufen können. Ich muss mal gucken, was die aushalten, weil wie viele Lebenspunkte die Zombies haben. Und ich glaube, die schnellen Schuhe bringen mir nicht so viel. Scheiße. Weil ich dann einfach zu schnell bin. Also ich kann zwar schön den ausweichen, aber gefühlt laufe ich dann in den nächsten Gegner rein. Das ist, glaube ich, mein Problem an der ganzen Sache. Ja. Bäm. Hallo, wollt ihr nicht auf das andere Vieh gehen? Kann ich jetzt eigentlich kein Leben verlieren, oder... Oh, nochmal. Lauf weg. Oh, ich kann einfach durchlaufen. Das ist super. Problem ist, ich krieg wieder nicht angezeigt, wann es aufhört. So, die Münze da unten hätte ich gerne, aber ich komme nicht hin, weil da viel zu viele Viecher sind. Ah, fuck. Das war fies. Die Zeit war schon abgelaufen. Jetzt habe ich wieder Plus bekommen. Nee. Oh, das Wheel ist so toll. Uff, tatsächlich mag ich diese Welt. Beim letzten Mal, also bei der 100. Folge, hat mir das hier immer den Arsch kaputt gemacht und jetzt mag ich es so, weil irgendwie mit dem in der Ecke stehen bleiben ist super. Die blockieren sich alle gegenseitig, das ist toll. Und im Prinzip muss ich meistens sowieso nur diagonal schießen. Und manchmal geht's auch schief. Scheiße. Wow, warum kommen die so früh? Vielleicht sollte ich mich nicht aufs diagonale Schießen verlassen. Das war auch verdammt eng. Oh, das ist super. Die kommen da jetzt gar nicht mehr durch, glaube ich. Das ist toll. Guck mal, die kommen da gar nicht mehr durch. Jetzt habe ich alle Ruhezeit der Welt. Ich werde jetzt sterben, weil ich diese Münze einsammle. Doch nicht. Oh, Leben. Leben ist wichtig. Da kann ich leider nicht. Das ist lustig. Ist toll auch, dass sie nicht mehr weglaufen. Und trotzdem schaffen sie es irgendwie doch durchzukommen. Das ist faszinierend. Knuddelvieh. Hihihihi. Oh Gott, die Münze ist auch so eng. Ja, aber ein bisschen Risiko müssen wir halt machen, ne? Sonst haben wir zu wenig Geld. Wir haben immer noch die einfache Ammo.
Beim letzten Mal hatten wir hier schon den Doppelschlag sozusagen. Jetzt wäre der dritte noch runtergekommen. So, achso, es sind ja keine Gegner mehr da. Die kommen ja nirgends mehr durch. Geil. Da, alle, die da drin sind, es gibt nur noch zwei An- und Ausgänge. Das ist toll. Finde ich lustig. Ich mach mal. Ich gehe mal vorsichtig hier oben lang. Mach erstmal die kaputt, dass die da ein bisschen durchkommen. Oh, Leben. Scheiße, jetzt muss ich davor. Bäm! Imba sein! Ich will aber lieber abschießen, weil dann kommen vielleicht eher Items raus. Das war lustig jetzt. War ein bisschen entspannend. So, und jetzt können wir endlich Ammo kaufen. Ganz wichtig. Für die nächste Stage. Ja, wahrscheinlich sollte man irgendwie hinkriegen, dass man in der letzten Stage das drittbeste Ammo-Ding hat. Aber so viel Geld spawnt ja gar nicht. Ach, das ist kacke, wenn der schief schießt. Warum kann der was anders als ich? Na, machen wir noch was? Verdammt, erwische nicht. Heute ist er echt schwer zu erwischen irgendwie. Scheiße, das war ein Fehler. Zweimal noch treffen. Sehr gut. Ein Leben einsammeln. Ich glaube, sehr viel mehr Leben hat man beim letzten Mal auch nicht. Aber wir haben jetzt schon mal deutlich mehr Geld. Oh, wir haben so viele Leben einfach verschenkt. Das war total blöd. So, hallo ihr lieben Viecher. Großartig. Münzen, 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 Pilze. Uhuhu. Kennt ihr das, wenn man Computer spielt und sie so selber so richtig zusammenzuckt? So, ah, jetzt wird's knapp, so die Zehen zusammenziehen und so weiter. Das war jetzt so ein Fall. So, bisher ging es okay. Jetzt kommen viele auf einmal. Habe ich noch ein Item irgendwie? Ich setze es mal ein. Ja. Den so oben kriege ich nicht. Es kommen gerade weniger Items, oder? Jetzt mal. Yeah. Oh, danke. Danke. Oh. Oh. Das ist so toll. Scheiß Viecher. Oh, oh, oh. Das hat aufgehört. Ich hab's nicht gemerkt. Oh, 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 oh. Oh Gott. Alter. Puh. Es reicht leider noch nicht für die nächste Ammo. Dementsprechend geht's weiter. Kaputt machen! Ist toll so. Wie gesagt, man weiß aber nie so lang genau, wie lange es hält. Das hat leider keine Anzeige. Leck mich am Arsch. 4 Items auf einmal. Yay. Gib mir Münzen. Oh, Leben ist auch gut. Leben. Ich komme nicht ran. Das ist frustrierend. Ich komme nicht ans Leben ran.
Das sind 5 Münzen. Risikoreich, aber war wichtig. Ah, oh, dieser Schmetterling, ehrlich. Ich hasse Schmetterlinge. Der vermaledeiten Schmetterlinge hier. So, wir haben übrigens... Ach komm! Ich hab den doch abgeballert. Okay. Wir hätten jetzt genug Münzen für das nächste Ammo-Upgrade. Ich fürchte nur, wir schaffen es nicht bis zum nächsten Shop. Weil wir von Schmetterlingen gestreichelt werden. Oder so in der Art. Irgendwie da will ich nicht durchgehen. Durch diesen schmalen Durchgang will ich nicht durchgehen. Einmal clearen, Schmetterlinge kaputt machen. Alter, Kaffee. Geht sterben. So, wir haben es, glaube ich, gleich. So, Zeit ist rum. Keine neuen Viecher mehr. Aber leider kein Shop. Und hier haben wir das letzte Mal doch einige Leben verloren. Aber ich finde die Taktik hier nicht ganz schlecht. Da wollte ich gar nicht hin. Oh, nice try. Das ist bei mir teilweise, oder? Teilweise so dieses, oh, Item, ich sammle es mal ein. Was macht denn das überhaupt? Schmetterling. Ich finde diese, ich sag jetzt mal, Teufel, wie auch immer, da unten gar nicht so schlecht. Oh, Leben. Leben, Münzen. Münzen. Das ist toll. Unverwundbar ist immer toll. Egal was für ein Spiel, es ist immer toll. Manchmal imber, aber toll. Ah, da oben kam mir einer. Den habe ich jetzt komplett ignoriert. Den Münzerich möchte ich haben. Goddammit. Nein, ich habe doch runtergeschossen. Oh, leck mich ab. Das war fies. 3 Schmetterlinge von der Seite plus 8 Pilze von oben. Ja, ist klar. Okay, waren nur 3 Pilze von oben. Aber trotzdem, Schmetterlinge. Schauen wir mal, ob wir diesmal noch zum Shop kommen. Wir waren echt weit von der Zeit her. Jetzt ist die Zeit natürlich wieder ziemlich zurückgesetzt worden. Ich glaube, das finde ich gerade wichtig. Mein Telefon klingelt. Kann nicht. Auf gar keinen Fall. Geht nicht. Muss Pilze töten. Pilze töten. Und die Zeit ist rum. Ah, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Ammo. Nächstes Ammo-Paket. Macht jetzt 3 Schaden. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, was diese Zombie für einen Schaden machen. Zombie. Was die für einen... Ja, die haben 6 Heilpunkte. Das heißt, auch mit dem höchsten müssten wir sie 2-mal treffen. Ist das nicht lustig? Okay, let's fail. Achso, jetzt kommt erst der Typ. Okay. Wir haben nur noch ein Leben. Das ist ja sehr beruhigend. Äußerst beruhigend. Ne, da will ich nicht hin. Oh, das ist nett. Also die Bosse sind ja Pipifax, ehrlich. Ja, natürlich schießen die manchmal auch blöd, aber prinzipiell immer dasselbe. Der schießt jetzt halt ein bisschen flinker als der davor. Aber ansonsten schwer sind sie nicht. Wenn der jetzt noch ein paar Mal sich öfters treffen lassen würde von mir, wäre es noch netter. Wow. Okay. Sehr gut. Wir haben ihn.
So, back to the Mumien, whatever. Wir werden so sterben. Und zwar nicht von den Mumien, sondern von den Flatterviechern. Die gehen viel zu langsam kaputt. Die Flatterviecher immerhin nur einmal, aber trotzdem, es ist viel zu krass. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ich komme da überhaupt nicht raus. Das ist. Flattervieh, hau ab. Was ist das für ein Flattervieh überhaupt? Ist das eine Fledermaus? Oh. Ja, das hilft. Ja, also wenn ich durchgehend solche Items hätte, klar, kein Problem. Aber habe ich halt mal nicht. Wenn da unten so eine komplette Armee kommt. Die Box bringt mir nichts. Ich brauche Items. Schuss-Items. Und zwar viele. Unendlich. Kaffee. Schneller schießen bringt mir auch mehr als schneller laufen. Irgendwie. Münzen. Oh, Knuddelfieh. Dankeschön. Oh, das Knuddelfieh hat mir den Arsch gerettet. Aber irgendwie kommen die Viecher trotzdem nicht durch meine Items durch, die da droppen. Das ist sehr lustig. Vom nächsten Level. Chancen, dass wir es schaffen, relativ gut. Weil die Zeit jetzt gleich weg ist. Fortschritt! So, wir können uns aber leider das größte Ammo-Paket nicht kaufen. Ich glaube, Shooting Speed ist jetzt nicht ganz verkehrt. Das werden wir auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir das so schnell hinkriegen werden. Es bringt uns auch nichts. Weil wir alle eh zweimal treffen müssen. Deshalb gehen wir jetzt auf Schussfrequenz. Ist zwar jetzt nicht wahnsinnig viel, aber immerhin. So, super. Oh, nö. Mit Blocken. Ekelig. Ekelig. Geht weg, ihr Viecher. Gott, oh Gott, oh Gott. Viel zu viele. Are you kidding me? Ich komme ja aus meiner Ecke nicht mehr raus. Na, oh, und da kommt ein scheiß Flattervieh. Och. Och. Okay, aber es ist machbar. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt gerade keine Lust mehr. Dementsprechend stelle ich jetzt erstmal die. Das ist echt bescheuert, dass man da halt mal wieder runterscrollen muss. Oder dass ich es nicht einfach eingeben kann. So, aber macht nichts. Nee, das fand ich jetzt ganz lustig. Also es hat mir zumindest gezeigt, es ist machbar. Ich glaube, man braucht aber bei den letzten Leveln einfach jede Menge Glück, was für Items kommen. Sobald, ich sage jetzt mal, allein diese Dreierpistole kommt, alles kein Problem. Oh, Gottes Willen. So gesehen alles kein Problem, aber es sind viel zu viele am Ende. Und diese Flatterviecher, die machen mich fertig. Also die Schmetterlinge, brutal, ehrlich. Wahnsinn. Gut, ich glaube, das reicht für heute. Schauen wir mal, ob wir auf der Farm noch irgendwas schnell was machen können. Ich glaube aber eher nicht. Nö. Ach, dann gehen wir einfach mal früh ins Bett, oder? Komm, wir bringen unser Pferd mal in den Stall. Ja, hier können wir noch schnell den Käse ernten und die Mayonnaise. Mayonnaise können wir noch schnell raus zum Verkaufen und den Käse wieder hier rein. Wie gesagt, ich glaube, den Käse werden wir früher oder später auch verkaufen, weil wir jetzt nur noch Engine Fruits haben. Das ist auch noch gerade schnell fertig geworden. Hauen wir hier rein. Mayonnaise noch verkaufen und dann würde ich sagen, ab ins Bett. So, 329 Diamanten. Für immer weg.
Mal gucken, was wir eingenommen haben. Ich bin gespannt. Dürfte schon ein Batzen Geld sein. Die Katze war doch eben noch draußen. Das ist sehr lustig, wie die immer sich hin und her teleportiert. Gut, dann setzen wir wieder einen anderen Hut auf. Ich meine, es ist ja Herbst, deshalb nehmen wir jetzt mal die Jägerkappe. So, wird ja kalt. Kann man auch im Winter später noch tragen. Nochmal ganz kurz den Fernsehen gucken. Königin der Soße. Glasierte Süßkartoffeln. Die hatten wir noch nicht. Glasierte Süßkartoffeln. Ja, dann müssen wir noch glasierte Süßkartoffeln kochen. Wahrscheinlich brauchen wir Jam dafür. Was ist denn glasierte Süßkartoffeln? Wahrscheinlich brauchen wir Zucker. Und Süßkartoffeln. Genau. Cool. Gut, dass ich da noch drauf geschaut habe. Leck mich am Arsch. So, glasierte Süßkartoffeln. So, gekocht. Sehr gut, da haben wir sogar noch was gekocht. Und die zwei Eier. Ach komm, die auch. Machen wir noch mal Mayonnaise draus. Und gehen ins Bett. Wow, was für ein Tag. 24. Tag im Herbst. Wir haben zwei, drei Münzen an Geld für Diamanten eingenommen. Ja, Street Digger, du hattest ja recht. Wir sollten das nicht lagern. Das war ein bisschen ernüchternd, aber das ist natürlich Wahnsinn. Was passiert eigentlich, wenn man mehr als eine Million einnimmt? Egal. Jedenfalls sage ich an dieser Stelle dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, wenn ihr bis zum Ende dabei wart bei dieser Jubiläumsfolge. Ich glaube, es war sogar ganz gut. Allerdings müssen wir das Spiel dann trotzdem nochmal irgendwann angehen. Es ist nicht mehr weit. Also es sind, glaube ich, das letzte Level hatte auch nur noch vier Level plus den Endboss. So gesehen war das in Ordnung. Oder drei. Also wir waren relativ nah dran am Ende. Es ist machbar, aber wir brauchen Glück dazu. Das muss man ganz klar sagen. Genau. Und deshalb sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann. Tschüss.